Hallo Leute, willkommen bei Pooldroid, ich bin der Adam und heute habe ich für euch im Test den JBL Tuner XL. Das ist der große DAB Plus, das große DAB Plus Radio von JBL. Es gibt hier noch den Tuner 2, aber das ist eben die große Version. Und ja, das ist nicht nur ein Radio, was DAB Plus und FM empfangen kann. Das kann auch Bluetooth Streaming, ja, ist also quasi ein klassischer Bluetooth Lautsprecher, der zusätzlich noch Radio empfangen kann. Ist wasserdicht nach IPX7 und ja, ist eben die größere Alternative zum Tuner 2, wenn man einfach mehr Klang haben will, mehr Bass haben will, mehr Akkulaufzeit. Ja, was das Ding kann, ja, wie gut es wirklich ist, das erfahrt ihr jetzt im Test. Also, viel Spaß. So, fangen wir mal mit dem Lieferumfang an. Also, ihr könnt jetzt hier nicht sehen, ich habe das jetzt extra nicht ausgepackt, aber im Lieferumfang dabei ist natürlich der JBL Tuner XL, das ist klar. Ein Netzteil und Papierkram, ja, also so ein Quick Start Guide und so ein Papierkram eben, ne? So Garantiebroschüre und Informationen und sowas, ne? Aber ja, es ist also cool, da ist ein Netzteil dabei, das ist sogar noch so ein wechselbare Stecker sind da, ja, also dass ihr auch im Ausland das benutzen könnt. Und das ist ein USB-C Netzteil, das Kabel könnt ihr nicht abnehmen, das ist also fest mit dem Netzteil verbunden. Aber ja, das ist auf jeden Fall cool, weil bei dem kleineren JBL Tuner 2, ja, also der kleine Bruder von dem Tuner XL, da ist eben nur ein USB-C-Kabel dabei, ohne Netzteil. Genau, so, kommen wir dann zum Design und zur Verarbeitung. Also, so, ihr könnt das jetzt hier mal sehen, das Design. Sieht wirklich sehr schick aus, ja, also es ist natürlich dominiert hier durch dieses Lautsprechergitter, was rundherum geht. Und oben diese Hochglanzoberfläche, die auch eben rundherum geht. Und hinter dieser Hochglanzoberfläche, da verbindet sich, verbirgt sich dann auch das Display, was ihr hoffentlich sehen könnt, weil es sehr, ich wollte mal kurz gucken, ob es leise ist, weil es wirklich sehr dunkel ist. Und aber insgesamt ist das Design, finde ich, wirklich sehr, sehr schick und auch sehr modern. Und ich finde, dadurch kann man den JBL Tuner XL auch wunderbar zu Hause benutzen, ja, also auch im Wohnzimmer hinstellen, weil er sich gut präsentiert. Und ja, natürlich der Nachteil von dieser Hochglanzoberfläche ist, die zieht natürlich Fingerabdrücke magisch an, also das ist klar. Ne, also wenn man den natürlich oft unterwegs mitnimmt, zwangsläufig fasst man das an, dann ist es natürlich übersät mit Fingerabdrücken, muss man öfter mal putzen. Und ja, genau. Was hier natürlich beim Design auch, wie gesagt, schon, wie eben schon gesagt, zu sehen ist, ist dieses Lautsprechergitter, was rundherum geht. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr jetzt von überall Ton rausbekommt. Also das täuscht so ein bisschen. Also naja, täuscht nicht, aber vielleicht erwartet man das, wenn man es nicht weiß. Es ist eben so, hier vorne ist der Lautsprecher verbaut und da kommt auch der Ton raus. Ja, also wenn ihr jetzt den so habt und ihr sitzt jetzt hier wie ich dahinter, kommt jetzt hier nicht Ton raus. Ja, also ist, man hört immer noch alles gut, aber es ist hier kein 360-Grad-Ton. Ja, kommen wir mal zum Display. Das ist hier oben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wenn ihr es nicht sehen könnt, ja, das Problem kenne ich. Das Display ist hier wirklich sehr dunkel, finde ich. Also, ja, ich würde es als schlecht bewerten, das Display. Man kann kaum was erkennen. Selbst jetzt hier, wir haben jetzt hier 12 Uhr und es ist ein sonniger Tag, aber es ist jetzt nicht übermäßig hell hier drin. Man kann kaum was erkennen. Draußen, wenn ihr in der Sonne seid, ist es auch super schwierig. Dann erwischt ihr euch, wie ihr dann so macht, um da was zu erkennen. Also, für eine UVP von 130 Euro so ein Display zu verbauen, boah, muss ich echt sagen, das ist nicht gut. Also finde ich nicht cool von JBL. Da könnte man auch vielleicht ein OLED-Display verbauen. Und wenn man oder wenn man eben dieses LC-Display hier haben will oder verbauen will, dann sollte das wenigstens auch richtig hell sein. Ja, also das ist nicht gut. Das Display sonst von der Größe ist das Display, wartet mal, wenn es wiederkommt. So, das Display ist schon schön groß, besonders im Vergleich zum Tuner 2 ist das schon schön groß und genau, das Display ist groß und die Schrift ist groß und dadurch sieht man auch viel Inhalt, zum Beispiel die Liedtexte, muss dann nicht so ewig warten, bis man weiß, welches Lied gerade läuft von welchem Künstler, weil so viel muss das jetzt nicht scrollen, weil das Display halt groß ist, aber der Kontrast ist gering, die Helligkeit ist gering, die Blickwinkelstabilität ist nicht gut. Also das ist kein gutes Display, ja? Also da muss einfach mehr kommen von so einem Hersteller wie JBL. So, dann kommen wir zur Bedieneinheit, die ist hier oben.
Ja, ihr seht hier einmal diese Preset-Tasten, 5 Stück, also da könnt ihr euren Lieblingsradiosender speichern. Es gibt den An-Aus-Knopf, es gibt einen Knopf, um zwischen dem DAB- und FM-Modus zu wechseln. Dann könnt ihr hier mit dem Bluetooth-Symbol in den Bluetooth-Modus gehen. Und es gibt dann diese zwei Drehregler. Ja, mit dem linken, ihr seht schon, hier steht Tune. Mit dem linken könnt ihr eben die Sender wechseln im DAB und im DAB und im FM-Modus. Und hier könnt ihr eben die Lautstärke Was ihr über verändern. unsere Nachrichten auf Ja, seht ihr hier. NDR.de oder über unsere So, App. und ja, es ist ein bisschen, fühlt man sich da, als ob man DJ wäre. Ne? So, hier. Ja, also, ja. Finde ich echt, ist eine coole Idee vom Design. Ja, ist natürlich eher Design, als dass es so wirklich viel bringen würde. Ja, weil so vier Tasten, einmal laut, leise, einmal links, rechts, hätte es auch getan, aber sieht natürlich cool aus. Von daher ist es okay. Ja, man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, so ein bisschen. Ja, wie das hier funktioniert, das ist schon relativ empfindlich, aber es ist noch gut zu steuern. Also da will ich jetzt nicht meckern. So, dann, genau. Dieses Bedienfeld, das hat auch so eine Soft-Touch-Oberfläche. Ja? Also das ist so relativ weich und dadurch hat man einen guten Grip und kann auch gut die Tasten drücken und erfüllen und alles steuern. Besonders wenn man auch nasse Finger hat, was auch vorkommen kann, weil das hier eben auch wasserdicht ist und man das auch prima in ein Schwimmbad mitnehmen kann. Der einzige Nachteil von diesen Soft-Touch-Oberflächen ist natürlich immer diese Fingerabdrücke. Ihr könnt das vielleicht hier sehen, ja, ich weiß es nicht. Wenn ihr das viel benutzt und ihr fettige Finger habt, dann seht ihr das hier relativ schnell. Also da müsst ihr dann öfter putzen. Ja? Also das ist fingerabdruckanfällig und dieses ganze Hochglanz hier oben ist auch fingerabdruckanfällig. Genau. So, was ich mir noch aufgeschrieben habe zum Design, ist der Stand. Also das hat hier unten so einen sehr, sehr großen Standfuß, würde ich das mal nennen. Also hier ist ein Gummifuß und der Lautsprecher steht dadurch sehr, sehr fest. Ja, es ist natürlich schwierig, sowas zu demonstrieren, aber man kann ihn auch nicht so schnell umkippen, weil der Schwerpunkt auch gut ausbalanciert ist. Und er steht gut, lässt sich auch sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, die Kamera hat sich jetzt nicht verstellt durch das Wackeln. Er lässt sich auch sehr, sehr gut. Er rutscht auch nicht einfach weg, das wollte ich damit sagen. Also, das ist gut. So, kommen wir dann zur Ausstattung, zu den Funktionen vom JBL Tuner XL. Das ist natürlich ein DAB Plus Radio zuerst, ja, also ihr könnt damit den aktuellsten Radiostandard empfangen, DAB Plus. Ihr könnt aber auch das gute alte FM bzw. UKW empfangen. Und es gibt natürlich auch Bluetooth Streaming, ja, also ihr könnt den auch ganz normal als Bluetooth Lautsprecher verwenden, wie man das eben kennt, auch von diesen anderen Bluetooth Lautsprechern von JBL zum Beispiel, ja, also der Flip oder der Charge und was es da alles gibt. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket hier. Dann gibt es, wie eben schon gezeigt, 5 Tasten, um Sender zu speichern. Ja, also Preset oder Favoritentasten gibt es hier. Es gibt auf der Rückseite eine Antenne, eine Stabantenne. Ja, also dadurch könnt ihr den Empfang nochmal verbessern, wenn ihr die ausfahrt. Ist auch gut. Es gibt hier drin einen 10 Watt starken Lautsprecher bzw. Verstärker, also 10 Watt RMS, also echte Leistung. Das ist schon echt mal eine Ansage für diese kompakte Größe. Das ist doppelt so viel wie beim JBL Tuner 2. Und da kommt echt was raus. Also da kommen wir aber gleich zu, wenn es um den Klang geht. Dann gibt es hier halt ein großes LC-Display. Ja, also hier, das Display ist zwar groß, aber leider schlecht. Mit einer Hintergrundbeleuchtung. Ja, die Hintergrundbeleuchtung ist relativ schwach. Dann ist das der JBL Tuner XL ist wasserdicht nach IPX7, ja, also ihr könnt auch ihr müsst da keine Angst haben, wenn er mal ins Wasser fällt oder wenn da jetzt mal Kinder spielen und dann mal eine Gießkanne drüber ausschütten oder so, das ist echt kein Problem. Dann gibt es hier einen eingebauten Akku, ja, mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, da kommen wir aber auch gleich noch dazu zur Akkulaufzeit. Es gibt einen USB-C-Anschluss, ja, hier zum Aufladen und es gibt einen 3,5 mm Klinkenanschluss, der nicht dafür da ist, um da Kopfhörer anzuschließen, sondern eben, das ist so ein AUX-Anschluss bzw. Audio-In. Also ihr könnt hier externe Audioquellen anschließen, wie zum Beispiel einen MP3-Player und darüber dann quasi die Musik abspielen. Also über den JBL Tuner XL die Musik abspielen und am MP3-Player zum Beispiel macht ihr die Musik an. Ja, also wenn ihr so einen Use Case habt, dann könnt ihr das hier prima benutzen. So, dann kommen wir mal zur Einrichtung und zur Bedienung. Wenn ihr den Tuner XL das erste Mal auspackt und einschaltet, dann wird automatisch ein DAB Plus Suchlauf gemacht und er findet auch alle Sender, die es hier in der Umgebung gibt. Also da sind 42 Stück und er findet alle und das ist kein Problem.
Der Sender wechselt, ist auch sehr schnell. Ich kann euch das mal zeigen. Ich mache mal hier ein bisschen Ton. Wenn ich jetzt hier auf 5 gehe, zeige, wenn ich jetzt auf 1 gehe. So, also sehr, sehr schneller Senderwechsel. Das gibt es bei anderen DAB Plus Radios, die wir auch schon getestet haben, dauert das deutlich länger. Also das ist hier wirklich ein Vorteil. So, dann kann man auch im FM-Modus natürlich Sender suchen, aber da gibt es nicht, im FM-Modus ist das jetzt nicht so wie im DAB-Modus. Wartet mal, ich gehe jetzt mal in den FM-Modus. So, da gibt es jetzt hier nicht so eine Senderliste, die ihr speichert. Ja, also ihr könnt hier einmal die Sender verstellen was ist denn das, links? Ja, über das linke Drehrädchen in 0,05 Megahertz Schritten. Ihr seht das hier. Oder ihr klickt hier auf die Scan-Taste und ihr sucht einfach den nächsten Sender in der Reihenfolge. Ja? Also wenn ihr auf 91,6 seid und ihr klickt auf Scan, dann geht da einfach die Frequenz hoch, bis ihr den nächsten Sender findet, der stabil ist. Und den könnt ihr dann aber auch im FM-Modus hier auf diese Senderspeichertasten legen. Das geht also auch. Ja, kommen wir zum Bluetooth-Modus. Wenn ihr auf das Bluetooth-Symbol klickt, dann geht ihr automatisch in den Koppelmodus rein. Also das ist sehr praktisch und ich kann euch das gerne mal demonstrieren. Ja, ich habe hier ein Smartphone und ich würde mich da jetzt mal, ich würde mich, das ist das erste Mal mit dem Tuner XL verbinden. So, ich gehe jetzt hier in den Bluetooth-Modus. Ihr seht hier schon Kopplung. So, dann gehe ich jetzt hier mal rein. Neues Gerät koppeln. Jetzt sucht er den. So, genau. JBL Tuner XL wird gefunden. Ich gehe da drauf. Pairing durchführen. Und zack, ist er verbunden. So, also das geht wirklich einfach und schnell. Und das, wenn ihr dann zum Beispiel den ausgeschaltet habt und wieder einschaltet und wieder in den Bluetooth-Modus geht, verbindet er sich dann auch sehr schnell mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Ja, also nur die initiale Kopplung dauert ein bisschen, habt ihr gerade gesehen, aber sonst geht das schnell. Und genau, ich kann euch gleich mal was zum Klang zeigen, aber ich will euch vorher noch was zur Bluetooth-Funktion erzählen. Und zwar ist es ja oft so bei Bluetooth-Lautsprechern, da kann man dann auch hier am Gerät das Lied wechseln. Ja, also beim Tuner 2 sind es zum Beispiel diese Pfeiltasten links und rechts. Hier ist es jetzt das Drehrad. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Playlist anmache oder Spotify höre, kann ich jetzt hier leider nur die Lautstärke verstellen, aber ich kann jetzt hier nicht zum Beispiel die Lieder skippen oder vorspulen. Das geht leider nicht. Das müsst ihr dann also immer am streamenden Gerät machen, ja, iPhone oder ja, iPhone oder Android-Smartphone oder Tablet, ne? Das geht leider nicht. Diese Drehregler generell, die Idee ist so ganz cool. Aber es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei der Bedienung, aber da kommt man schon mit klar. Es ist aber ein cooles Gimmick. So, dann, bevor wir zum Klang kommen, wollte ich euch noch was zum Display erzählen. Also ich habe mich, glaube ich, auch schon darüber ausgelassen. Ich will es aber nur noch mal sagen. Das Display ist groß, hat eine große Schrift, ist aber leider dunkel. Das ist das große Problem. Und für den Preis von 130 Euro hätte das hier auch gerne mal ein OLED-Display sein können, was auch hell ist. Das ist also schade und das gibt einen Minuspunkt. Und da erwarte ich auch von JBL, dass sie da mal in der Zukunft mal ein Upgrade machen. Ja, also hier beim Tuner XL2, wenn einer kommt, dass das Display besser wird. Das Display geht nach 60 Sekunden Inaktivität aus. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt hier also Lautstärke verstellt oder einen anderen Sender einstellt, dann bleibt das Display noch an und nach 60 Sekunden geht es aus. Ja? Und erst wenn ihr wieder irgendwas drückt oder verstellt, dann geht das Display wieder an. Und dieses Verhalten lässt sich leider nicht in den Einstellungen ausschalten, ja? Dass das jetzt zum Beispiel immer an ist. Das geht leider nicht. So, kommen wir dann zum Klang. Also, bevor ich hier lange drumherum rede, mache ich jetzt einfach mal hier ein Lied an. So, wartet mal. Geduld. Ich habe hier leider ein technisches Problem. So, wartet mal.
Ach, er sagt nicht verbunden. Na, guck mal hier. Das ist das Problem. So, Geduld, Geduld, Geduld. So. Jetzt haben wir es aber. Ich hoffe, ihr konntet es hören. Der Klang ist wirklich für diese Größe gut. Beziehungsweise gut, sehr gut. Also die Mitten sind gut, die sind zu hören. Der Hochton ist nicht überbetont, wie zum Beispiel noch beim JBL Tuner 2. Der ist auch gut. Und die Stärke von diesem JBL Tuner XL ist natürlich ganz klar der Bassbereich. Also da kommt wirklich Bass raus und der haut auch richtig rein. Das macht Spaß, besonders so bei basslastiger Musik, wie zum Beispiel Hip-Hop oder auch Elektro oder manchen Pop-Tracks. Das macht wirklich Spaß. Ich drehe einfach nochmal auf. Ja, also ich betone das nämlich so stark, weil es eben bei DAB Plus Radios oft so ist, dass da die Abstimmung ist so relativ neutral und ja, man hört ein bisschen Bass, aber es ist jetzt nicht so super gut hörbar. Und hier ist es eben so, da kommt wirklich Bass raus, der ist auch stark. Der ist ein bisschen überbetont, ja, also das muss man natürlich mögen, wenn man wirklich neutralen Klang mag, ist das hier vielleicht nicht so das Ding für denjenigen. Aber insgesamt macht es halt einfach Spaß mit diesem starken Bass, weil das eben der Musik so eine gewisse Lebendigkeit verleiht. Ja, und wenn man gerne so moderne Musik hört, dann macht das hier wirklich Spaß und der Bass haut echt rein. Und die Lautstärke habt ihr vielleicht auch gerade eben, könnt ihr das ein bisschen erahnen. Auch die Lautstärke ist wirklich klasse. Also der Tuner XL kann sehr laut werden. Das reicht auch für eine kleine Gartenparty aus. Ja, klar wird dann die Akkulaufzeit geringer, wenn man wirklich laut hört die ganze Zeit. Aber man kann damit tatsächlich auch eine kleine Gartenparty beschallen. Also das ist echt möglich, trotz der kleinen Größe. Und auch bei diesen hohen Lautstärken fängt er jetzt nicht an, übermäßig zu übersteuern. Also im Prinzip übersteuert er eigentlich fast gar nicht. Und das ist schon wirklich eine Ansage für die bei der Größe und bei dem Preis. Also da gibt es nichts zu meckern. Also der Klang wirklich top und Bassbereich, wow. So, kommen wir dann noch, weil es natürlich hier ein DAB Plus Radio ist, also ein Radio, kommen wir mal zum Empfang. Der Empfang im DAB Plus und im FM-Modus ist wirklich gut. Der ist immer gut. Egal, ob diese Antenne jetzt hier ausgefahren ist oder ob diese Antenne, wie ich das im Test eigentlich immer benutzt habe, eingefahren ist. Er findet alle Sender. Der Empfang ist stabil. Es gibt da nicht übermäßiges Rauschen oder dass der Sender abbricht oder so im DAB Plus-Modus. Also das ist klasse. Und auch im Bluetooth-Streaming-Modus ist es genauso. Der Bluetooth-Empfang ist sehr gut, also ihr könnt da locker die 10 Meter, die berüchtigten 10 Meter bei Bluetooth erreichen, das ist kein Problem. Ihr könnt das Smartphone oder den Lautsprecher auch drei Zimmer weiter hinlegen. Der Empfang bleibt weiterhin sehr, sehr gut, auch mit Wänden dazwischen. Also ja, die Empfangseigenschaften von diesem Tuner XL sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, kommen wir noch abschließend zur Akkulaufzeit. Also JBL gibt hier bis zu 15 Stunden an im DAB Plus Modus. Und ja, das stimmt. Also wenn man so bei niedriger bis mittlerer Lautstärke hört, kommt man da auf diese 15 Stunden hin. Ja, vielleicht 14 Stunden, vielleicht auch 13. Aber ja, so 13 bis 15 würde ich sagen, erreicht man schon. Im Bluetooth-Modus ist die Akkulaufzeit ein bisschen geringer. Da könnt ihr so mit über 10 Stunden rechnen. Also die 10 erreicht ihr eigentlich immer bei mittleren Lautstärken. Eher schon Richtung 12. Und ja, insgesamt ist die Akkulaufzeit wirklich gut. Also ihr könnt es auch prima zum Beispiel einen langen Tag am Strand oder im Schwimmbad benutzen. Braucht ihr jetzt keine Powerbank dabei zu haben für eine Zwischenladung, weil das eigentlich ausreicht für den ganzen Tag. Ja, also die Akkulaufzeit ist auch wirklich
Gut, ja, klar ist der ein bisschen größer als ein Tuner 2, hat mehr Platz für den Akku, aber der ist immer noch sehr, sehr kompakt. Ja, also es ist immer noch ein sehr, sehr kompakter Bluetooth-Lautsprecher beziehungsweise DAB Plus Radio und dafür ist die Akkulaufzeit wirklich klasse. So, dann kommen wir zum Testfazit vom JBL Tuner XL. Also, was auf jeden Fall direkt auffällt, ist das schicke Design. Ja, also mit dieser Hochglanzoberfläche hier oben, ja, rund um dieses Display drumherum. Dieses Lautsprechergitter, was sich auch rundherum zieht um den ganzen Lautsprecher. Also, das sieht wirklich klasse aus und der ist auch dadurch wirklich wohnzimmertauglich. Also, man kann den auch wunderbar im Wohnzimmer irgendwo hinstellen. Der präsentiert sich gut, sieht gut aus. Ist natürlich trotzdem durch den eingebauten Akku und durch diese Wasserdichtigkeit auch portabel. Ja, also, ihr könnt ihn auch wunderbar mit an den Strand nehmen oder ins Schwimmbad oder auf eine Wanderung oder so. Ja, also, ist auch kein Problem. Also, im Vergleich zum Tuner 2 kann man so damit beide Sachen abdecken. Ja, also zu Hause gerne auch laut hören mit guter Qualität oder eben auch unterwegs nutzen als portablen Lautsprecher. Ja, wie gesagt, DAB Plus, FM, der Empfang ist wirklich klasse, es funktioniert gut. Bluetooth Streaming kann er natürlich auch, ist also auch gleichzeitig ein Bluetooth Lautsprecher und auch der Bluetooth Empfang ist wirklich klasse, da gibt es nichts zu meckern. Ja, kommen wir zum Wichtigsten, natürlich dem Klang. Ja, wie gesagt, der Klang ist echt gut, ist ausgewogen, die Mitten sind gut zu hören, also ist nicht so wie bei manchen Lautsprechern, wo man kaum Mitten wahrnimmt, ja. Die Höhen sind auch vorhanden, der Bass ist wirklich stark, also das ist natürlich so die Paradedisziplin von dem Lautsprecher hier vom Tuner XL, der Bass, ja. Also da kommt wirklich Bass raus, man kann ihn wirklich hören, er hört sich auch sogar qualitativ gut an. Ist ein bisschen überbetont, also das muss man natürlich mögen, ja, aber wenn man so gerne, ich sag mal, moderne Musik hört, so Hip-Hop, Pop, Elektro, dann macht das natürlich Spaß, besonders so bei basslastiger Musik. Aber wie gesagt, da der Klang auch ausgeglichen ist, kann man das auch hören zu, ja, zu so no normaler Musik oder zu Instrumentalmusik, ja, vielleicht sowas wie Singer-Songwriter oder Jazz oder so. Klar ist das jetzt hier keine Hi-Fi-Qualität, aber der Klang ist relativ ausgewogen mit eben diesem überbetonten Bass, aber es macht Spaß damit zu hören, das würde ich damit sagen. Ja, die Akkulaufzeit, also ihr seht, das Ding ist relativ groß im Vergleich zum JBL Tuner 2. Den Test dazu findet ihr natürlich auch bei uns. Und dadurch ist natürlich auch mehr Platz für den Akku. Und die Akkulaufzeit ist echt klasse mit 15 bis zu 15 Stunden im DAB Plus Modus und auf jeden Fall über 10 Stunden im Bluetooth Modus. Ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Lautstärke, in der ihr hört. Aber ja, so 10 Stunden erreicht ihr eigentlich immer mit mittleren Lautstärken. Es kann auch schon mal 12 Stunden werden im Bluetooth-Modus. Also dadurch kann man den auch wunderbar für den ganzen Tag mitnehmen an den Strand oder so. Oder ins Schwimmbad und muss da jetzt nicht eine Powerbank dabei haben, ohne noch zwischenzuladen. Der einzige Nachteil von diesem Lautsprecher, von diesem DAB Plus Radio ist das Display. Also, das Display ist halt wirklich für den Preis nicht gut. Ich drehe mal hier, damit das angeht. Vielleicht könnt ihr es sehen. Es ist relativ dunkel. Also es ist groß. Ja, es ist schon groß, besonders im Vergleich zum JBL Tuner 2. Die Schrift ist groß. Man kann es erkennen, wenn man hinguckt, wenn man was erkennt. Weil das Problem ist eben, es ist relativ dunkel. Es ist kontrastarm und dunkel. Und besonders draußen habt ihr dann echt Probleme, das abzulesen. Und in hellen Innenräumen, wenn die Sonne so reinscheint, ist das auch nicht so optimal, ja. Also da würde ich mir wünschen, wenn JBL da in Zukunft vielleicht beim XL2, wenn denn einer kommt, ein besseres Display verbaut. Vielleicht sogar ein OLED-Display, das wäre wirklich klasse. Ja, aber ansonsten ist es ein wirklich klasse Lautsprecher für diese Größe, hat es einen super Klang, kann absolut mit anderen DAB Plus Radios mithalten in dieser Preisklasse und bekommt von mir bzw. von Pudroid eine absolute Empfehlung. Ja, das war's zum Test vom JBL Tuner XL. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt und teilt das Video, abonniert den Kanal und ja, bis dahin, macht es gut, euer Adam von Pudroid. Ciao!